Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Italia Emilia mit mir, den Stevie. So, den Flug habe ich hier mal mit dem normalen Helfer einfach mal hier schräg draufgehauen, weil wir brauchen noch 2%. Das dürfte der jetzt von alleine kriegen. Den habe ich jetzt mal alleine zum Gasthaus und hier hinfahren lassen. Hat super funktioniert. Der nächste ist schon unterwegs. Und was ich hier jetzt machen wollte, ist den Feldkurs zu bearbeiten. Der Grüne ist raus. Wir haben ja hier den Feldkurs. Und den können wir auch hier Randkurs bearbeiten. Und jetzt können wir ganz genau sehen, hier, wenn der Punkt blau wird. Achso, ich muss erst hier unten drauf. Dann können wir den mit der linken Maustaste verschieben. So, da auf der Ecke. Gucken, wo bist du? Da. So, dann können wir hier ganz genau gucken. Und gerade hier haben wir ein bisschen ungenauer gearbeitet. Hier sieht es okay aus. Hier können wir was machen. So, ist okay. Können wir ein bisschen zurück. Den auch ein bisschen zurück. Den hier hin. Und so können wir uns den Feldkurs ganz genau hinschieben. Dass wir nicht zu viel machen und auch nicht zu weit rausfahren. Punkte löschen habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Hier kann man noch Wegpunkte einfügen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Habe ich auch eigentlich nicht gebraucht. So, dann sieht es hier ganz gut aus, würde ich sagen. Die Linien sind okay. Da kann noch ein Tick zurück. Zick zurück, so. Können wir auch ein bisschen was dran drehen, komm. Dann gibt es hier noch Erweiterungsfunktion. Als Kurve hinzufügen, mehr Wegpunkte bewegen. Das habe ich jetzt auch noch nicht so hinbekommen. Der Punkt ist nicht immer ganz drauf, sondern teilweise unten. Aber man sieht, wenn der Punkt oben blau wird, dann kann man den dementsprechend verschieben. So. Ach, hier können wir auch ein bisschen. Ein bisschen weit weg vom Schuss. Sonst sieht es aber ganz okay aus. Würde ich sagen. Und die Seite hatten wir ja schon uns angeguckt. Man findet immer ein bisschen was, wo man was verschieben kann. Also. Aber wenn man sich wundert, sag ich mal, der Drescher oder so hat da was stehen gelassen beim Kurs, den man selber angezeichnet hat, dann weiß man, muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Zack. So.
Das sollte auch so gewesen sein. Was ist hier los? Du bist noch am Arbeiten. Du hast den Eimer entleert. Das ist auch gut. Und du bist auf dem letzten Vorgewinde. Ich würde jetzt einmal schauen. Oh, der kommt auch schon leer zurück. Das ist super. Ah, das wird nichts. Und wie man guckt, er hat eigentlich hier sauber gearbeitet. Die Ecken sind immer das Problem. Klar. Aber da fahre ich hoch, runter. Dann ist das auch erledigt. Wobei hier geht es an für sich. Hier müssen wir einmal nochmal außen, ganz außen entlang fahren. Da würde ich aber dann gegen den Uhrzeigersinn fahren. Damit ich alles wegbekomme. Und haben wir nicht irgendwas schon fertig? Feld 17 vielleicht schon? Ja, Feld 17 ist abgeschlossen. Und 83 ist auch abgeschlossen. Gut. Dann, sorry, können wir dich hier auch erstmal rausnehmen. Haben wir noch eine Flugmission? Jo. Feld 67. Die habe ich gar nicht angelegt. Was ist das für ein Feld? Ist das eins der drei Zampanos hier? Ja. Dann fahr bitte zu 65. Dann müssen wir dich darüber fahren. Ist ich habe hier noch keinen Feldkurs eingerichtet. Könnte ich mal mit dem anderen fahren. Und du hast doch eigentlich schon deine Arbeit beendet. Haben wir doch schon Geld gekriegt. So, du gehst zum nächsten Striegel. Da haben wir keinen mehr. Okay. Oh, wir haben einen Düngerauftrag. Aber wir haben überhaupt keinen. Sogar einen Ernteauftrag haben wir. Okay. Machen wir auch noch. Wenn die Kartoffelernte erstmal fertig ist, dann Unkraut 28. Aber mit den vier Vorgewinnen hier geht's. Oh, er holt sich einen anderen. Warum fährst du vorbei? Den eben. So. Komm, gib mir deine Kartoffeln. Aber da willst du sofort weiterfahren. Dann bleibe ich mal neben dir.
Dann stellen wir den erstmal hier ab, ohne dass er nochmal kommt. Du stehst jetzt gleich auch voll im Weg. Jetzt haben wir bald zwei Anhänger hier mit halben. Gut, wir haben jetzt unendlich oder 20 mal Kreisfahrt gemacht. Das bringt ihn natürlich am Ende in Bedouille. Weil das hier auch so spitz zuläuft. Aber das ging noch besser als hoch und runter. Da habe ich noch nicht die richtige Einstellung zu. So viel ist da noch nicht drin. Aber wir können mit dem Traktor hier mal den Rundkurs einfahren. Meine ich, hätte ich noch nicht. Nee. Nee, nicht dies, sondern das habe ich immer genommen. So. Achtundzwanzig angekommen, gut. Kümmern wir uns sofort drum. So, dann können wir hier ausmachen. Können wir die miteinander verbinden, auch in beiden Richtungen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir die Ausfahrt machen. Ich glaube, die Einfahrt ziehen wir weiter hier rüber. So, die habe ich auch immer so gemacht. Zack. Ausfahrt. Gut. Sollten wir hier mit drauf gehen? Gucken wir mal. Das irgendwie hinbekommen. Hier mit drauf. Und wir sagen jetzt löschen, 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 löschen.
So müsste es eigentlich doch funktionieren. Kommt ihr euch da in die Quere? Das wäre nicht so toll. Ich glaube, der ist jetzt auf seine Bahn. Wir machen den mal händisch. Sobald er gedreht hat, können wir ja hier neben ranfahren. Voll. Und jetzt sagen wir ihm hier keinen Pfad berechnen können. Okay, wir haben da vorne noch nicht. Stehen wir hier im Weg? Nein. Die gehen wir noch mal in ihm hier rein. Wir haben ja hier noch keine Verbindung geschaffen. Ne? Schaffst du es jetzt? Nee. Irgendwas ist hier noch nicht richtig. Hier hin, da raus. Ups, das war nicht so geplant. Ich wollte den eigentlich... so verändern. Das hier rum, das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Ja. Ups. Nee, komm mal hier. Hat er sich gestört, dass da andere Farben sind oder Nebenkurse? So. Dann hat er den Wegpunkt geschafft. Wir können Feld 28 bearbeiten. Mach den mal weg. So.
Das reicht so. Kurs. Neun Meter, das reicht bei dem. Und erster Wegpunkt starten. Ist der am Ende? Okay. Dann tanken wir den mal ab. Bisschen was ist drin noch. Ja, hier sind aber zwei Bahnen oder so, die hat er schlecht bearbeitet. Da würde ich vielleicht noch mal dran gehen wollen. Ich weiß nicht, ob die 0,7 da drüben stören. Muss ich ja demnächst mal sagen, hier mach kein Versatz. Aber dann weiß ich nicht, wie die Sachen im Rundkurs aussehen. So. Hier müsste noch ein bisschen was zusammenkommen, oder? So. Ich meine, hier ist auch noch was. Und dann würde ich einmal noch mal außen dran langs gehen. Gut, die Ecken. Aber wir haben jetzt schon wieder 600, fast 700. Kartoffeln hier drin. Schon 1000. Aber das haben wir gesagt, dass wir machen wollten. Hier einmal noch gegen den Uhrzeigersinn.
So, hier sehen wir noch, dass da was liegt. Und das war's auch jetzt erstmal. So, einmal nochmal die fast 2000 Kartoffeln. Haben wir hier durch das die Streifen nochmal geholt und wir hätten auch bestimmt noch voll gekriegt. Klappt zusammen. Und dann fahren wir zum nächsten Feld. Gut, dass die beiden so 43. Wohin geht's dann? Dreiundvierzig haben wir. Achtunddreißig. Sorghum 63. Wir fahren zu 63. Abmarsch. Dann sollten wir den... du musst, kommst gleich dran. Dich sollten wir schon mal nach 63 schicken. Hier sind 70%. Wir schicken den mal zum Gasthaus. Und von da aus schicken wir dann zu ...63. So, und wir müssen rüber auf das andere Feld, was ich auch klasse finde. Also dann hätte ich sowas eingebaut hier, so ein Dreierfeld, dann hätte ich zugesehen, dass die auch gleichzeitig bearbeiten werden. Oder quasi das als eins ein Feld zählen oder immer das gleiche drauf ist. Weil sonst hier muss man pflügen, da kann man die Sonnenblumen schon fast runterholen. Das finde ich ein bisschen, da hätte man sich vielleicht ein, zwei Gedanken machen können. So, Pflug haben wir gesagt, wir machen doppelte, achtmal. Ich hatte hier auch versucht, mal Brücken dran zu setzen, aber die kriege ich dann mit der Höhe nicht so hin. Erster Wegpunkt. Also das habe ich schon mal probiert. So, du hast auf jeden Fall wieder was zu tun. Hier ist 63, okay.
Oh, oh. Dann würde ich sagen, ich glaube, die anderen kommen auch von da. Du konntest hier nur den Ruder ziehen. Komm, komm. Na, mit 9 km/h. Ich glaube, der andere hat nur... Gut, der ist auch nicht voll. Beide waren nicht voll an für sich. Aber der kommt mit 9 km/h hier hoch. Okay, wir bleiben kurz hierbei. Vielleicht nochmal ein Foto machen. Dass die so hier rumkommen, das geht an für sich. Ganz gut. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir abladen können. Na, oh, jetzt fängt es an zu regnen. Welchen Punkt haben wir denn hier? Hinten. Ach, so weit sogar. So, liebe Freunde, das war es schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte morgen wieder ein hier auf der Emilia Italia mit mir, den Stevie. Ciao, ciao. Sonnenschein und Regen. Ciao, ciao.